Frischer Wind für die Innenstadt. Quedlinburg will als Einkaufsstadt attraktiver werden. Quedlinburg ist in Bewegung und Wirtschaftsförderung ist inzwischen Chefsache. Das war kein leeres Versprechen des Quedlinburger Oberbürgermeisters Frank Ruch und darum begleitet auch dieses Projekt wieder Wirtschaftsförderer Henning Rohde intensiv. Ich bekomme viel Rückmeldung von ihm. Ich versuche so dicht wie möglich an den Menschen, an den Einzelhändlern etc. dran zu bleiben und ich habe schon sehr viel sammeln dürfen. Natürlich zum einen so auf der rechten Seite abgebildet Schwierigkeiten, Probleme, aber es gibt auch sehr viele kreative Anregungen, Ideen, Konzepte, die an uns herangetragen werden, wo man merkt, hier ist auch wirklich Tatkraft zu erkennen, zu sehen. Das macht Mut und da bin ich auch zuversichtlich, dass wir da in Zukunft viel hinbekommen werden, wenn man das Potenzial dann kanalisiert und in die richtige Richtung lenkt. Außerdem Ulrich Thomas als Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses des Stadtrates, QTM-Chef Thomas Bracht und Bürgerstiftungsvorstand Josef Dahl. Nach dem ersten Wirtschaftsforum im Kaiserhof widmete sich das zweite Treffen dieser Reihe speziell der Entwicklung der Innenstadt und möchte die Geschäftsleute der sogenannten Null bei der weiteren Entwicklung mit einbeziehen. Weil wir eben um die Probleme wissen und noch mehr wissen möchten. Dabei ging es zunächst um eine Bestandsaufnahme als Basis für die weitere Entwicklung von Konzepten, wie Frank Ruch ansprach. Wie im Flyer angekündigt, zu den skizzierten Themen, Baumaßnahmen, mobile Informationen, Verkehrsstrategie, Tagung statt, Gildefest und vieles mehr. Wir rechnen damit, dass wir in den nächsten Wochen den Förderbescheid kommen und dann über das touristische Leitsystem, wo wir ja jahrelang schon dran arbeiten, auch mit der QTM und mit der Stadt insgesamt, unseren Gästen in der Stadt Quedlinburg die Wegeführung ein wenig erleichtern und attraktiver machen und damit auch unser Dienstleistungsangebot ein Stück qualitativ erhöhen können. Ulrich Thomas informierte speziell über die Breitbandversorgung in der Stadt, die in absehbarer Zeit wesentlich durch den Netzausbau verbessert werden soll. Positiv und mit landesweiter Ausstrahlung sorgt das entstandene Freifunknetz im Stadtgebiet für große Resonanz. Dieses weiter auszubauen und noch die eine oder andere Lücke zu schließen, soll weiter forciert werden. Diese Bitte um weitere Unterstützung durch die Geschäfte richtete Ulrich Thomas an die Anwesenden. Zukünftig sollte dort ein, man kann auch sagen, Feintuning mit technologischer Abstimmung erfolgen. Das wurde als fachliche Anregung am Rande der Veranstaltung von einem WLAN-Experten empfohlen. Mit dem Freifunknetz sei aber auch die Basis für das Projekt der sprechenden Häuser verbessert worden. Darum sollten noch weitere Eigentümer auf dieser Plattform etwas zur Geschichte ihrer Häuser oder Geschäfte preisgeben. Es gibt ja noch die zweite Aktion in Quedlinburg, die der sprechenden Häuser, die ja bisher immer ein bisschen darunter litt, dass es doch mit Datenvolumen nicht so ganz einfach war. Jetzt allerdings korrespondiert das mit dem freien WLAN. Ich sehe das ja auch persönlich an den Zugriffsraten, wie viele Touristen von diesem Angebot Gebrauch machen. Und es wäre schön, wenn noch viele Häuser mit dran teilnehmen würden, denn auch das ist ein Werbeeffekt. Unterschätzen Sie das nicht, wie viele Leute sich dafür interessieren und sich selber auf die Socken machen und sich die Geschichten erzählen lassen. Aber ich fände es einfach schön, wenn wir unsere Häuser alle zum Sprechen bringen über ihre eigene Geschichte. Das ist spannend und wird auch, wie gesagt, von den Touristen sehr gut angenommen. Nicht zum ersten Mal wurde auch das Thema der Öffnungszeiten der Geschäfte angesprochen. Anhand von den erfassten aktuellen Ladenöffnungszeiten präsentierte Ulrich Thomas einen Überblick über die doch noch sehr unterschiedlichen Geschäftszeiten in der Stadt. Da bestehe doch noch Handlungsbedarf. Ja, also wir könnten nach Wernigerode fahren oder nach Halberstadt, da geht es um 10 los. In Quedlinburg geht das ja alles unterschiedlich los. Das ist natürlich nicht mehr, sage ich mal, Marketing 2016. Da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen Ehrgeiz haben bei allen Schwierigkeiten, das vielleicht auch ein bisschen anzugleichen. Und die Öffnungszeiten am Samstag sehen Sie hier. Das Gros der Geschäfte macht um 12 zu. Ja, ein paar Geschäfte um 13 Uhr, ein paar um 16 Uhr und ein paar um 18 Uhr. Und wie wollen Sie das an Ihrem Kunden, als komme ich nach Quedlinburg und kaufe hier ein, wie wollen wir das unseren Kunden A verkaufen? Und es ist natürlich klar, ein Kunde, der durch die Stadt geht und drei Geschäfte sind zu, der sagt dann auch das da hinten ist ja zu, was vielleicht sogar noch offen hat und da nicht mehr bemerkt wird. Also da denke ich, muss man nochmal überlegen, wie wir hier die Zeiten angleichen.
damit wir hier, wie gesagt, wettbewerbsfähig bleiben. Eine Übersicht über den Leerstand von Geschäften hat sich inzwischen der Wirtschaftsförderer der Stadt verschafft und dies mit Unterstützung von Studenten der Hochschule Harz in einer Karte zusammengefasst. Im Ergebnis soll daraus eine Online-Plattform für Interessenten entstehen, die dann konkrete Exposés zu den Immobilien oder Geschäften kompakt einsehen können. 29 Gesamtobjekte, die Zahlen daneben, also 22 geeignet für Einzelhandel, 8 für Gastronomie. 6 für Gastronomie, 19 für Büros, ist natürlich eine Überschneidung teilweise in den Kategorien, also mit Mehrfachnennung. Ein ganz guter Überblick, denke ich mal, was es momentan an Leerstand gibt, insgesamt so entlang des Innenstadtrings. Und das ist auch nicht nur auf das Welterbe beschränkt, also dieses Exposé schon, aber es wird eine ähnliche Lösung geben, sage ich jetzt mal, die sich auch mit der Gesamtstadt Quedlinburg beschäftigt, einschließlich der Ortschaften, weil es hier überall große, sagen wir mal, ich nenne es mal positiv, auch Investitionschancen gibt, die man gerne auch so ein bisschen ans Tageslicht zerren möchte. Und das haben wir ganz gut in Angriff genommen. Das wird sicherlich noch mal ein paar Monate länger dauern, bis das, sagen wir mal, dann auch nach vorne auf die Internetseite kommt. Aber auch das ist schon konkret in Vorbereitung. Auf Quedlinburg als Tagungsstadt will QTM-Geschäftsführer Thomas Bracht zunehmend den Fokus richten und dafür mit speziellen Broschüren und einer derzeit entstehenden Internetpräsentation werben. Großes Potenzial hat Quedlinburg aber auch als der Ort, an dem sich Paare das Ja-Wort geben wollen. Das Thema Hochzeiten ist wirklich ein stark wachsendes Thema, wo wir in Quedlinburg noch viel mehr mitmachen können. Wir haben hier die tolle Kulisse, die sich viele Menschen auch von außerhalb vorstellen, dass sie hier in diesem Rahmen gerne heiraten möchten. Wir haben nicht nur die Stadt als Ganzes, wir haben wunderschöne Hotels in alten Gemäuern, wo man sich wohlfühlt, tolle Restaurants, auch wunderschöne einzelne Geschäfte in diesen alten Häusern, wo man individuell bedient wird. Wir haben den gesamten Service rundherum um so eine Hochzeit in dieser Stadt und auch inzwischen eine ganze Reihe von Menschen, die sich professionell darum kümmern können. Vorhin hat es Frau Kahl ja erzählt, hier in dem Haus passiert das zum Beispiel auch. Und da wollen wir natürlich auch noch ein bisschen stärker was werden, aber in der Tat, dann brauchen wir die Termine, damit auch alle ihr Siegel bekommen und nicht einfach nur mit einer Urkunde einer Erfundenen nach Hause fahren. Über die Initiativen und das Wirken der Bürgerstiftung informierte abschließend Vorstand Josef Dahl ganz ausführlich und erinnerte an die Förderung und Unterstützung der Projekte der Münzenberger Musikanten auf dem Marktplatz oder den Grundstückserwerb für den Ökogarten. Es gibt weitere Projekte, die unterstützt wurden und werden, und neue Ideen, die verwirklicht werden sollen. Dazu greift die Stiftung den Vorschlag des Oberbürgermeisters auf und begründet einen Stifterweg in Quedlinburg. Ideengeber war unser Oberbürgermeister. Der kam mit der Idee, wollen wir nicht darüber nachdenken, einen Stifterweg zu begründen? Der Stifterweg, es soll ein Stifterrundweg sein in unserer Welterbestadt, wo der Stifter oder Sponsor, wenn wir ihn so nennen wollen, auf den jeweiligen Gehwegen, historischen Gehwegen, eine Stiftermedaille in den Boden einlässt, weil er eine hohe Identifikation oder eine besondere Motivation der Erinnerung an diesen Platz, an diesem Fußweg, an dieser Straße, wie auch immer, als Erinnerung hat und deshalb als Sponsor sich betätigt und eben eine solche Medaille dort einlässt. Für die geplanten quadratischen Medaillen, die jeder Interessierte dann anfertigen und entlang der geplanten Wegführung im Pflaster einlassen kann, sollen Schulen der Stadt Entwürfe gestalten, aus denen dann die Vorlagen ausgewählt werden. Bei der anschließenden Auswertung sollen dann die besten Entwürfe mit Prämien von der Bürgerstiftung belohnt werden. Und die drei besten Entwürfe werden dann prämiert mit einem Betrag von jeweils 333 Euro. Der Erlös aus dem Verkauf der Stiftermedaillen abzüglich der Kosten soll dann später wieder teilweise in die Bürgerstiftung einfließen. Quedlinburg hat sich so einiges vorgenommen. Wir sind gespannt, wie und ob sich die Stadt zur Einkaufsstadt mit historischem Flair weiterentwickelt.